Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Dallas aus dem Hotel International und Tagungszentrum, Kongresszentrum Zürich Oerlikon. Richtig ausgesprochen? Oerli oder Orly oder Orly ist ein Flughafen in Frankreich, aber Oerlikon, da ist auch ein Flughafen in der Nähe. Pass auf deine Kloten auf, heißt der. Das ist hier in unmittelbarer Nähe. Tja, wir sind eigentlich sehr angetan von der Gastfreundschaft aus der Schweiz. Schweiz heißt Schweiz, hier bei uns Schweiz. Und wir freuen uns hier, dieses nette Publikum, wo zum Teil auch einige Fans aus Deutschland hier sind. Aber die tragen es ja nun nicht immer. Deswegen gehen wir jetzt auch neuerdings ins Ausland. Und wir haben aber immer einen Talkgast mitgebracht, diesmal einen Deutschen, kann ich nicht sagen, ich glaube eher ein Bayer. Er kommt aus München, schwergewichtiger Kabarettist und Entertainer. Ich freue mich auf Ottfried Fischer. Ottfried, Schwierigkeiten? Womit? Ja, ich frage einfach so mit dir und der Umwelt. Umwelt ein bisschen im Moment. Mit deiner Umwelt? Ja. Hast also du... ich weiß nicht, was auf mich so zukommt. Ach so. Ja, du bist doch One-Man-Kabarettist, ja? Ja. Auch Sprachkünstler, sprichst bayerisch. Ja. Ja. Der Kabarettist versucht ja das, was du machst, mit Niveau. Ich gebe zu, ich habe versucht gesagt. Also. Ja, ich weiß nie, wo ich das finde. Ja, ich, bei euch Kabarettist. Ja, ich finde es bei dir auch nie, wo. Ja. Kabarettist ist ja so fast so ein Schimpfwort wie Liedermacher, nicht? Drei Reihen, leere Häuser und nichts dahinter. Viel dahinter und nichts in der Tasche. Ja, wir verbrauchen nicht so viel Zeit mit dem Stimmen der Gitarre, das ist noch unser Vorteil. Ja, du singst nicht. Um Gottes Willen, nein. Ja, um Gottes Willen, der kann ja nichts dafür, wenn du singen würdest. Aber, bist du eigentlich ein böser Kabarettist? Deckst du auf, reißt du Themen auf, die also uns belasten? Oder bist du nur reiner Unterhaltungsmensch? Aha. Ja. Ich gebe dir 3 Minuten Bedenkzeit zu antworten. In der Zwischenzeit könnten wir schon einen Werbespot einspielen, aber... So weit sind wir noch nicht. Also du meinst also, ob ich so ein bisschen bin wie du oder anders? Ich weiß ja nicht, wie du bist. Ja, anders. Ja. Anders. Also eigentlich ziemlich anders. Ich meine, anders ist ein Schlagersänger, Thomas Anders. Ja. Ich kenne dich ja auch schon sehr lange. Ich war damals ein blutjunger Mensch, da so auch schon so ausgesehen wie heute. Hat dich das inspiriert? Ja, irgendwo schon. Das hat dich inspiriert, auf die Bühne zu gehen? Ja, eigentlich was schon. Was man nicht alles anrichtet, nicht? Ja. Ja. Aber ich habe daraufhin sofort einen anderen Weg gewählt und jetzt auf deine Frage... Hat ich überhaupt eine Frage gestellt? Ja. Ja, das war mir klar, dass du das in 2 Minuten später wieder vergisst. Hm. Nein, ich habe natürlich bin ich ein Kabarettist, der auch ab und zu versucht, Themen aufzugreifen. Und davon möchte ich mich aber heute mal richtig erholen. Und deswegen bin ich bei dir hier, ist das Thema anscheinend nicht so wichtig. Das Thema ist die Person Ottfried Fischer. Ja, das ist doch wichtig, also hat mich getäuscht, Entschuldigung. Bist du gebürtiger Bayer, München, Stadtmitte? Nein, ich bin aus dem Bayerischen Wald, also schon was Edleres als ein Münchner. Ist das aus der Einöd, kann man sagen? Wirklich von einem Einödhof. Und, ja, Zweiöd und Einöd. Ja, ja. Ich habe die Einöde, hat ja von klein auf mit der sich durch die Endlichkeit des Horizonts, der Unendlichkeit meines Geistes entgegengestellt. Kannst du uns das nochmal für Schweizer erklären? Also ich habe gedacht, wenn Sie es in Niederbayern kapieren, geht es in der Schweiz auch. Das ist nicht gesagt. Naja, und jetzt mache ich mir Feinde. Ja, Niederbayern, davon kann man ja nicht leben. Ja. Hast du mal was gelernt so? Als ich noch ein Waldbauernbub war oder so? Ja, das ist auch. Ich komme auch aus einem Bahnhof, aber ich habe 10 Jahre Klosterschule hinter mir. Oh, das prägt. Und das prägt ungemein. Tommy Gottschalk war auch auf der Klosterschule, Jürgen von der Lippe, alle wollten sie irgendwie dahin und dann sind sie beim Kabarett gelandet. Ja, auf welcher Schule warst du? Auf keiner Klosterschule. Ich war meistens nur auf dem Klo in der Schule und habe geraucht. Ja.
wie man mit so einem billigen Spruch die Leute begeistern kann, ist doch herrlich, ne? Ja, das jetzt musst du dich auch auf das Niveau einschießen, auf das du ja, auf das wir ja alle hinwollen hier. Ja? Ja, ich habe auch auf dem Klo geraucht und ist auch was geworden, anscheinend stimmt's. Ja. Was hast du gelernt? Ich habe Abitur. Abitur ist in Bayern sehr wichtig. Damals unter Strauß, seiner Ära, da wurde oft die Frage gestellt, haben Sie überhaupt Abitur? Und deswegen habe ich das auch gemacht damals. Und das hat mich hast du auf ihn gehört? Ja, ja. Kommt man nicht drum rum. Ich wollte eigentlich heute auch mit so einer Trachtenjacke kommen, aber ich habe dann gedacht, da hängst du dich gleich dran fest. Trachtet ihr eigentlich immer gerne danach in solchen Jacken rumzulaufen, damit man euch auch noch erkennt? Also diese Niedertracht von dir jetzt habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. Gibt es eine Niedertracht für die Leute, die unten am Berg wohnen? Und nee. Nein, es gibt für die Liedermacher gibt es die Liedertracht. Und auf die wieder die Liedertracht? Ja. Du wirst vielleicht alter, du hast ja gesagt. Du bist ja besser, als du aussiehst. Ja. Das ist sehr schwer. Ja. Ja. Was dir leichter fällt, ja, glaube ich. Du arbeitest auch als Gebrauchsschauspieler mit fremden Texten. Ja klar, weil ich dann selber nicht schreiben muss. Das ist erleichtert die Arbeit ungemein. Ist aber die eigenen sind halt, ja doch, stimmt. Ja. Hast du einen Geisterreiter, der dir die Texte schreibt? Ein Ghostwriter heißt das auch. Ein Ghostwriter, ne, habe ich nicht, schreibe es noch selber. Und soll auch, ja, also ich spreche aber auch fremde Texte, also wenn du meinen hast. Ja. Aber einen guten. Ich habe einen sehr schönen. Ja. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Jetzt gehst du schon wieder auf das Niveau. Ja. Das habe ich letztes Mal auf einem Pissoir in der Uni gelesen, diesen Spruch. Was hast du denn in der Uni gemacht? Sauber gemacht? Oder? Du willst aber nicht sagen, dass du jetzt auch noch studiert hast. Also komm jetzt nicht mit dieser Billignummer hier, ja? Ja, ich oder hast du als Bierfahrer gearbeitet, ja, und die Kantine, die Mensa? Der Student geht so lange zur Mensa, bis er bricht. Ja. Ja. Mensana in Mensa Sanella. Gut. Ja. 3% haben den Spruch verstanden. Ich gehöre noch nicht mal dazu. Ja. Ja. Und als Landwirt braucht man doch eigentlich kein Abitur. Schon lange nicht als Bauer. Also ich bin ja kein Bauer. Ich wollte nie Bauer werden und habe deswegen Abitur gemacht. Hat aber auch nichts gebracht. Das ist denn nicht irgendwie so Hektar zu Hektar, dass man jetzt also als Sohn, als der Erstgeborene eines Landwirtes sich ein anderes Mädel nimmt, die auch einen Hof hat und das wird dann zusammengelegt und die beiden legen sich dann auch zusammen und die Höfe auch. Bist du nicht diesen normalen Weg gegangen, den alle Bauern gegangen sind? Naja, also das war immer das Problem, wenn mir der Hof gefallen hat, hat mir das Mädel nicht gefallen, wenn mir das Mädel konnte, war der Hof nichts. Ja. Ja. Geht das eigentlich nur auf Erbschleicherei oder hast du schon mal einem Mädchen einen Hof gemacht? Ja, ich war ja eigentlich mal ein hoffnungsvoller Jüngling. Ja. Und dann habe ich aber dann in den Hof gemacht und dann war das auch wieder vorbei. Ja. Apropos, deine schreckliche Jugend war sicher eine schreckliche Kindheit, die du hattest. Ja, ja, einsam, ja, und im Bayerischen Wald. Und einsam, so da immer gegen Berg gucken, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, nicht? Ja, 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 deswegen können mich auch so Situationen wie heute Abend eigentlich gar nicht mehr erschüttern, weil ja, schlimmer als meine Jugend kann es fast nicht mehr werden. Ja. Ottfried ist dein richtiger Name, denn sowas legt man sicher nicht zu. Ja. Ja, das ist der Name besteht aus zwei Namen. Das kommt von Otto Friedrich. Wie heißt du? Karl Uwe, oder? Karl Bernhard. Karl Bernhard. Aber deswegen heiße ich auch nicht Kabi. Du kennst doch diesen Schlager, für Kabi tue ich alles. Kabi tue ich alles. Daher. Gut, du kommst doch aus den 50s, nicht? Ja, irgendwo schon. Ich sage ja, ich kenne dich von klein auf. Ja. Ich habe dich damals schon gesehen. Du warst wirklich ein Vorbild für mich. Ja. Ich wollte nur nie so aussehen. War das? Und dann habe ich mir gedacht, eine Besonderheit musst du trotzdem zulegen. Dann habe ich zugenommen und bin heute auch ein guter Typ. Ja.
Auch ein guter Typ. Ja. Also nicht, dass du wieder auf dieses Niveau kommst. Nein. Dein Soloprogramm, damit gehst du in Kabarets und bist du mehr im Süden so eine große Leuchte oder im Norden kennt man dich nur aus dem Fernsehen zum Beispiel, nicht? Ja. Aber da unten in Bayern bist du doch der Größte, nicht? Kann man sagen. Das bis stimmt. Auf die Behörden, mit denen du Zoff hast, nicht? Ja, ich habe, das stimmt, also ich würde mich selber nie so einschätzen, aber wenn du es sagst, ich halte dich ja für sehr glaubwürdig und wird ja doch, kann man, würde ich ja unterstreichen. Ja. Ja. Man kann man auch nicht mehr dazu sagen. Ich meine, wenn man mal das erkannt hat, wie groß jemand ist, dann ist es ja, wenn man alles, was man noch weiter darüber sagt, das ist ja dann auch einfach so herbeigeredet. Ich war also in meiner Glanzzeit ein Vorbild für dich und das hat dich inspiriert. Kann es eigentlich, denkst du dir, jeder kann auf die Bühne gehen, nur weil er mich mal gesehen hat? Ja, ja gut, ich war vielleicht der Einzige, der dich gesehen hat. Ja. Jetzt meine andere Frage, du hast nicht früher unter dem Pseudonym Wilder Herbstbuben mitgesungen, nein, nicht? Nein, das nicht. Das könnte ja sein, wenn der eine sich rasiert, der sieht genauso aus. Ich habe sie gestern gesehen, also es stimmt, da kann ich gar nichts drauf sagen. Fällt mir nichts dazu ein. Wilder, hast du denn auch schon mal gesungen, Schlager oder so? Nein, noch nicht, ich bin ja kein Liedermacher. Ja, Liedermacher nicht, du kannst ja Lieder machen ohne zu singen, du kannst ja auch Lieder singen ohne welche zu machen. Das kann man mit Kindern genauso machen. Ja. Kindermacher, Kapselmacher. Ja. Kapselmacher nennt man. Was ist das eigentlich? Das Kapsel? Das ist, glaube ich, so ein lockerer bayerischer Ausdruck für die. Für Restaurants. Für die ersten Italiener, die nach Bayern gekommen sind. Ja, die verarbeiten Kapseln in ihren Gerichten oder wie? Nein, das war damals. Also Pizzeria heißt das heute, Pizza. Früher hieß das Katza. Ja. Oder Kamikatze, die mal, schlachtende Kamikatze. Ja, manchmal heißt es auch Kotzer. Das ist ja ein Schlagersänger, Kotzer Salis, den kennen wir auch. Ja. Den Schlager magst du sehr gern, da bist du schon zu Hause. Ja, ich bin ja selbst Schlagersänger. Ja. Wie gestaltest du 2 Stunden lang so den Abend, ohne dass dir die Leute in den Händen wegschlafen? Ja, ich bereite mich vor. Das ist ein Fehler. Okay, kommen wir zu unserem nächsten Gast. Du bleibst da noch ein bisschen. Ja. Sehr munter. Bleib weiter so drauf, Junge. Ja. Wir haben eine Schweizer Schauspielerin, Moderatorin. Ich kenne sie eigentlich nur aus Fernsehrollen, aber dann habe ich auch bei ihr das Imperium schlägt zurück. Sie arbeitet für einen Basler Sender, wollte ich sagen. Arbeitet für einen. Ich fange nochmal an. Jetzt schneiden wir einen Lacher dazwischen. Sie arbeitet für den Privatsender Radio Baselist und da hat sie mich mal interviewt, da habe ich gesagt, Mädel, jetzt komme ich und hole dich auch hierher. Bei mir hast du den Vorteil, dass man dich auch noch sieht in deiner ganzen Schönheit und sie steht hier hinten schon, andauernd schon wie so ein Pferd, ja, in der Box. Mach mal die Box auf, wir freuen uns auf Silvia Reitze. Das ist immer diese falsche Art. Hinten hat man sich schon gesehen und dann liegt man sich davor nochmal in den Armen. Du hast sie hinten auch schon geküsst. Ich bin keine Schweizerin, ich bin eine Schweizerin. Schweiz liegt woanders. Das ist Innerschweiz. Innerschweiz? Ja. Du bist eine Urischwitz und Unterwalden. Ich bin Basel. Basel? Aber auch wenn ich manchmal Hochdeutsch spreche. Aber er hat doch gesagt Innerschweiz. Na, eine Schweizerin. Innerschwitz. Ich bin keine Schweizerin. Schweiz ist also Französisch, so ja. Wie. Wie das Paola. Ist so wie Bayern. Du bist aus Bayern, du wohnst in Berlin Bayern. So ungefähr. Ah ja. Und wenn du mir jetzt sagst, naja, Reize, du bist aus Bayern, dann würde ich sagen, nee, ich komme aus Berlin. Aus der Schweiz. Hm? Also so bei ungefähr Lörrach. Ist der Unterschied. Basel. Ja, die Deutschen bei Lörrach, Basel, ja. Ja, Weil und Lörrach, so ja. Freiburg. Und das ist immer diese, wo man sich dann am Auto, nur weil man ein paar Kilometer hier in der Schweiz mit dem Auto fahren will, muss man so 40 Mark für so eine Marke zahlen. Die haben es ja echt drauf, nicht? Und da fährt man dann nach Basel rein und dann hat man ein ganzes Jahr diese Marke, es sei denn, die Windschutzscheibe geht mal kaputt. Das ist ja an der Grenze, bevor die sagen Papiere, heißt es schon Vignette.
Und du verstehst das? Ja, ich hab's beim ersten Mal nicht, bis es mir draufgeklebt hat. Also, ja. Wäre das nicht besser, wenn man so ein Ding auf die Stirn kriegt und dann auch durchlaufen kann damit? Das ist bei dir ja viel Platz. Bei dir könnte man ja ein paar Jahre Vignetten draufkleben. Ja. Die Vignetten, ich kenne das also nur so vom gemischten Salat, Vignette. Die Sauce Vignette, ja, genau, meinst du? Ja, die habe ich auch besonders gern. Diese Untersoße. Und dann dieses Tuch, die sehr Vignette. Du bist ein Knallkomiker, wirklich so. Da merkst du jetzt, dass ich aus deiner Schule komme. Ich sehe es, ihr zwei Komiker und ich da, mein Gott. Ganz du bist jetzt die einzige weibliche Komikerin heute Abend. Das wäre was ganz Neues. Erzähl mal einen Witz. I don't know. Ich weiß einen. Nein. Ja. Du machst ja mehr so ernstere Sachen, du kommst aus dem E-Fach, aus dem Fach. Du bist Schauspielerin, hast richtig ernsthafte Rollen gespielt. Erzähl mal, was hast du denn eigentlich so alles in deinem Leben schon gemacht? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Kinofilme. Also ganz ernst angefangen mit Schauspielschule und Auszeichnungen. Basler Theater, Bonn im Theater, Hamburg, Hannover, sogar in Bonn, ja. Dann Tourneen, dann kam der Film, hat mich entdeckt, die Trotter und so. Margarete. Ja, die Margarete und dann der Erwin Keusch mit Brot des Bäckers und so. Bundesfilmpreisen. Brot des Bäckers, das habe ich gesehen. Ja, ein schöner Film. Mit Günter Lambrecht auch. Ja, richtig. Ja, der wohnt bei mir manchmal. Du siehst alles im... Da ist er so weit runter, dass er bei mir wohnen muss. Ja. Hat er keine Aufträge mehr, oder was? War mal bei dir in der Sendung? Nee, der kommt das nicht. Von der hat ein Niveau, der Junge. Ja. Das holt man sich bei dir. Ja. Brot des Bäckers, Brötchen... Brötchen backen. Ja. Wie sieht denn dein Alltag so aus, morgens? Das ist ja unterschiedlich. Freiberuflich, wie wir sind, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe Kind und so, das ist Alltag. Aufstehen, Essen machen, ist auch Alltag. Ja, aber der Job ist natürlich auch noch dominant, nicht? Sehr unterschiedlich. Also wenn ich Bühne mache, ist er sehr dominant. Das Bühne duldet wenig Privatleben. Leider, also so wie ich spiele, so. Mhm. Fernsehen und Film duldet mehr Privatleben. Das ist viel schöner. Verstehe ich nicht, deswegen müssten wir ja unheimlich viel Privatleben. Ja eben, das sehe ich doch, habt ihr doch, oder? Ja, so mein Privatleben findet hier an diesem Glastisch statt, wenn der noch hält. Bis muss ich jetzt Ende heulen? Ja. Sag mal, muss ich jetzt heulen? Ja, wie es da drin aussieht, jetzt geht diese nochmal los, nicht? Tragischer Komiker. Aber ich kann nicht beruhigen, hier ist so eine Sollbruchstelle, dass wenn der kaputt geht, ist der schon von hier ab kaputt. Dass wir kleiner hier bleibt ganz. Du, mein kleiner Clown, der fällt immer um. Ich glaube, der mag euch, siehst du immer den. Das hat mit euch zu tun. Du hast einen kleinen Clown. Das ist ein Mickey Maus, ja. Deine Talisfrau. Das ist ein, ja, deine Talismännchen. Nee, ist eine Mickey Maus. Mickey Maus ist ein Mädchen. Das ist quasi ein Niveau-O-Meter. Jedes Mal, wenn du was sagst, dann geht er so weg. Siehst du? Ja. Würde der auch immer reinkippen, wenn du oben mehr hättest? Müsste man ausprobieren. Ich bin ganz zufrieden, so ist es. Wenn das so wäre, müsste der Figur ja ein so ein Auge runterhängen. Ja. Also, als du mir das erklärst, du. Ich kann auch nicht erklären. Also jedes Mal, wenn die Mickey Maus jetzt umkippt, haben wir eine Pointe gehabt. Ja? Oh, die kippt dauernd um, die haben nur eine Pointe, ich glaube. Wir haben so Doppelklebeband, da können wir die ach, ist die süß. Lass das doch, glaubt das Publikum zumindest, dass eine Pointe ist, wenn das umkippt. Und wenn keine kommt, da haben wir einfach die Maus rüber. Ja. Habe ich mir die für die Zeit du, die musst du ans Revers hängen, mal sehen, auf welcher Seite sie kippt. Auf die Herzseite. Jetzt, der Roman heißt, sie hat zum letzten Mal gekippt. Bier oder was? Nein, die Maus, jetzt hängt sie da, wo keine Pointen mehr kommen. Das ist aber echt. Die kippt jetzt auch Pointe. Das ist ein komisches, ein sehr, sagen wir mal, unhandliches Schmuckstück. Möchtest du die auch noch haben? Ja, hast du auch, da hast du auch noch einen. Das ist aber kein Löcher, das geht nicht. Wieso muss ich Löcher haben, um... Ja. Gibt's da gibt es doch diese, die man so ranknüpft. Die Klipse, ja. Hast du noch als vor deiner Umwandlung, hattest du doch als Mädchen... Ich habe ja in Casablanca ein Loch bohren lassen. Da bin ich geboren, das stimmt nicht, da hätte ich mitbekriegen müssen. Also, du kommst aus Casablanca? Ja, natürlich. Hey, war dein Vater vielleicht Humphrey Bogart? So in etwa zu der Zeit. Deswegen kann ich als Schweizerin, also nicht nur Schweizerdeutsch, sondern Hauchdeutsch, weil ich meine Muttersprache Französisch ist. Ich musste dort zur Schule.
Casablanca. Lange, bis ich 12 war. Ist Casablanca eigentlich wirklich so schön wie der Film mit diesem Flugplatz gleich hinter dieser Ritchies Kneipe? Nein, es sind ganz hässliche Stadt. Dass man anscheinend, wenn man Französisch und Deutsch kann, dass man dann Schweizer wird. Ja, noch Italienisch und was anderes. Ne? Weißt gar nicht, was für Schätze da lauern. Nein, Casablanca ist eine Großstadt, war viele Amis da. Ist nicht wie Fes oder Rabat. Amerikaner. Darf man bei dir nicht Amis sagen? Nein. Kommt gleich der Kohl. Oder werde ich dann abgesetzt wie hier in der Schweizer Sendung? Nein, wirst du nicht. Aber Ami ist eine Verniedlichung von, Engländern, sagen wir ja, Tommy und Russi und so. Und Dali. Wie nennt man die Dali, Deutschen? Dali. Die Deutschen, wie nennt man uns? Ossi und Wessi. Ossi und Wessi, ja. Aber wie nennt man das zusammen denn? Sagt mir das als Schweizer oder Schweizerin. BRDI. Ja? BRDI und wie? BRDI, ehemalige 16 Bundesländer. In Anführungsstrichen. Gut. Wir haben es noch schwer mit der Sprache. Ihr habt euren Kanton, Anton und was da alles, ja. Aber wir haben im Moment echte Sprachschwierigkeiten. Warum? Ich spreche noch gar kein Schweizerdeutsch, du verstehst ja noch alles. Ja. Siehst du, jetzt haben wir Sprachschwierigkeiten. Ich hab's schon verstanden. Ist das denn jetzt auch wirklich ein astreines Schweizerdeutsch, was du gesprochen hast? Baseldeutsch. Wir haben ja auch viele Dialekte, wie ihr auch, also bayerisch oder hamburgisch. Oder platt, du sprichst platt. Der Königwahl versteift mich nicht. Das ist, ich verstehe alles. Das hört sich gut an, so will ich an deiner Stelle immer sprechen. Okay. Und vor allem, wenn ich dann Hochdeutsch zu sprechen versuche, dann bin ich ein kleiner Emil, aber ein weiblicher halt, gell? Weiblicher Emil? Ja, nein, weil Hochdeutsch, weißt du, das ist doch seine Domäne. Ja? Ja. Hat der eine Domäne irgendwo? Eine Mähne hat er, du, der hat tolle Haare. Ja, aber eine Domäne. Aber echte, nur mehr als du. Nur der macht jetzt nicht bei Horten, der macht jetzt Militabel bei euch. Seitdem habe ich die Kaffeemarke gewechselt übrigens. Ja. Hat dir seine Werbung nicht gefallen? Melita Dahlmeier, jetzt haben wir zwei, jetzt kommen wir bald ins öffentlich-rechtliche Fernsehen, weil wir so ausgewogen sind. Ja, jetzt haben wir Werbung dafür. Ja, ist ja gut so. Wir haben und ja auch so für Onko. Ja. Da müssen wir jetzt auch alle Kaffeemarken müssen wir jetzt aufsagen. Was habt ihr denn noch? Was habt ihr eigentlich, eine eigene Automarke und auch eine eigene Kaffeemarke? Gibt es die in der Schweiz eigentlich? Eine Mikromarke. Mitsubishi ist doch bei euch. Mitsubishi Bidubidu. Aus dem Ausland, wie auch Mercedes Ausland. Und der Lada wird doch auch. Der Lada wird doch auch gebaut hier in der Schweiz, nicht? Da müsst ihr mich jetzt aufklären. Der Lada. Der Vorderlader, meine ich. Hat doch jeder in seinem Schrank stehen. Hat jeder in so neben der Strapswäsche steht da immer so ein. Nicht neben der Strapswäsche. Gewehr bei Fuß heißt genau, das auch. Genau. Kann man dadurch eigentlich auch den Beischlaf erzwingen als Mann? Also. Ja, sonst werden die Dinger ja nicht eingesetzt. Ihr seid dann neutral. Du meinst mit dem Vorderlader. Du nicht eingesetzt, wir armen Frauen, also ich bin mit einem Schweizer verheiratet. Also ich ja, arme kurz, Frau. Kurz verheiratet, musste ich das Gewehr irgendwo suchen. Ich suche den ganzen Estrich, aber ich habe es bis heute nicht gefunden. Habt ihr den Estrich eingegossen? Ich weiß es nicht. Er gibt es immer zur Reinigung und holt es dann wieder ab. Wie der Glastisch und das Gewehr so in Acryl eingegossen. Ja. Dann latschen wir mal rüber und putzen dich die Mostrich. Na, du bist natürlich beim Moscht. Moscht sagen wir hier. Du bist hier auch Schweizer Moscht. Wie ist das denn bei euch mit Frauen beim Militär? Haben die auch einen Vorderlader? Ja. Haben die auch schon mal die Flinte ins Korn geworfen? Oder ein Korn in eine Flinte gekippt? Ich war nie dabei, du. Nein? Nein. Gibt es hier noch nicht, nicht? Doch, FHD. Aber Frau wählen Dienst. Dürfen sie in allen Kantonen jetzt, bis auf einen, nicht? Der darf jetzt auch. Der bezeichnenderweise Innerhoden heißt. Ich hatte mal in der Spitzen Appenzeller bestellt, da brachten sie mir erst einen Schnaps. Ja, das ist ein Schnaps. Wollte ja, aber einen Käse haben, dann kam ein kleiner Mann mit einem Knopf im Ohr. Also wirklich, diese Sprachschwierigkeiten, die man hier hat, nicht? Ja. Wollen wir uns mal einen Appenzeller bestellen? Kommt denn so einer, macht einen Zwergenaufstand. Oder einen, der so die 1, 2, 3, einen Alpenzähler.
alten Zehner. Ist gut. Gut, ja. Junge. Danke. Für unsere Zuschauer danke, in Dänemark riesig. Lachen sich kaputt. Ja. Danke, Meister. Ja. Du kommst ja aus Bayern, ne? Ja. So, und dann geht das alles irgendwie so weiter, ne? Das Leben. Ja. Du hast ja im letzten Jahr bei Felix in der Sendung Suppentreffer, wo also ja, eine Suppe geschossen wird, hast du ja deinen 40. Geburtstag feiern müssen. Auch das noch, seitdem ja. Jetzt weiß jeder, wie alt ich bin und steht ja immer in der Zeitung Klammer. 40. Ja. Das steht wohl auch die nächsten 10 Jahre dahin. Nee, ja, eben. Kann leider nicht ewig 39 bleiben. Jetzt bin ich im Januar schon 41. Wie lange steht eigentlich bei dir schon 50? Ich habe es heute erst wieder gelesen. Komm, du sollst eigentlich nur noch antworten, wenn du die Frage weißt. Ja. Wie übrig habt. Im Augenblick ist das so wieder so eine angejuckste Runde, da weiß man nicht mehr, ob ihr überhaupt noch ein Ohr habt für Männer, die schreiben Briefe, Liebesbriefe schreiben können. Ja? Es gibt hier in der Schweiz einen Mann, der schreibt für Leute, die also nicht so, wie soll man sich nicht so ausdrücken können. Für Schweizer. Nein. Jetzt bin ich aber belastet. Nein, ich frage doch nur. War nur eine Frage. Nein. Könnt ihr Nein sagen? Ja. Er schreibt also Leute, die, wo es kriselt, irgendwie so in einer Zweierkiste. In der Schweiz. Nein, ja, auch ja. Aber wo er also, wo es also fürchterlich, wenn also zwei Leute durch Auseinanderleben Probleme haben und. Ja, das sage ich ja. Ja, ja. Und Kabarettist und ein Komiker. Die Leute werden dann können nicht mehr miteinander reden und dann fangen sie an, die Post zu beschäftigen und zu nerven. Also ist nur einer Schweizer, oder? Die nicht mehr miteinander reden können. Nein, dieser Mann rettet Ehen. Er rettet Ehen, indem er, wir wollen ihn selbst fragen, diese Briefe aufsetzt, wie andere das Kaffeewasser aufsetzen. Und der ist heute hier, Sie kennen ihn alle, es ist Christian Roth, der Liebesbriefschreiber. Oder möchtest du neben Silvia sitzen? Du kannst dir aussuchen, kannst dir die dickere von den beiden nehmen. Er könnte ihr ja auch schreiben. Ja. Christian Roth sieht ein bisschen bergig aus, kann man sagen. Du hast sicher viel angemacht mit dem Bart, nehme ich an. Ich werde angemacht, ja. Aber es hat der andere Grund, warum, dass ich einen Bart habe. Das hat mit meinen Kindern zu tun. Inzwischen sind sie zwar groß, aber die haben mehr Respekt vor mir. Weil es hat mal einer von meinen Söhnen gesagt, ohne Bart sehe ich aus wie ein Kinderfüdli. Das ist nicht Axel Thurer, oder? Nein, nein. Wie ein Kinder. Kinderarsch. Fötis. Also ein Kinderarsch. Ach so. Ja. Früher mal. Kinderpuppe. Ach so. Wie ein Arsch sieht ja aus. Ja. Ja. Arschfahl heute. Das ist und aber schon länger her, weil du bist ja. Der Rauch, bist du Raucher? Ja. 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 Okay. Musst du Zigarre. Ein Kinderarsch mit einer Zigarette geben. Zigarillos. Zigarillos. Direkt. Als Einlauf. Ja. Intravenös, oder wie? Ja. Okay, doch nun wollen wir doch zu dem Thema kommen. Wir wollen uns nicht über Arschgesicht unterhalten, sondern da werden ja noch einige andere hier am Tisch. Da drückst dran, du ja dich, ja. Also, wie gesagt, nicht immer bei sich bleiben. Ja. Denn es geht darum, über die Liebesbriefe, die du anderen Leuten aufsetzt. Für Geld, natürlich. Ja. Manchmal, anscheinend viel Geld, so wie du rumläufst. Nein. Oder wenig Briefe? Nein, das wäre ja schön. Das wäre ja schön viel Geld, aber ich bin ein schlechter Kaufmann. Ich bin ein guter Schreiber, aber ein schlechter Kaufmann. Die Briefe sind sogar als Buch erschienen, als Musterbögen, also für Anleitungen. Da würde ich ganz gerne mal wissen, wie bist du auf die Idee gekommen, diese Briefe zu schreiben und den Leuten zu helfen, die sich nicht ausdrücken können? Ja. Wie kommen die an, treten die an dich ran und kommen, da hilft mir, Junge, ich bin in einer verzweifelten Situation, ich bin fertig auf der Bereifung, ich habe, meine Frau ist dabei, wegzugehen, sie hat schon Liebhaber und ich will sie zurückholen durch Poesie. Ja,
Du hast das so dramatisch erklärt, so ist es. Ja. Und sie kann lesen natürlich auch. Ich nehme es an, ja. Oder ihr Lover kann lesen. Ja. Kommen die dann zurück? Kommen denn welche zurück? Von den Briefen. Briefe, die nicht richtig frankiert sind. Das war ich schicke die Briefe nicht weg, ich schreibe sie nur. Ah ja, selbst auch mit der Hand oder führst du den alten Leuten die Hand? Nein, ich schreibe sie auf der Maschine, damit man es lesen kann. Weil, ja. Ach so. Ich sage es ja immer wieder, die Leute kommen meistens erst zu mir, wenn es zu spät ist. Und wenn eine Beziehung klappen sollte und lange andauern sollte, dann sollte man ständig, auch wenn man jeden Tag zusammen ist, sollte man ständig einen schönen Brief schreiben. Ständig seine Gefühle. Nein, lassen, dann rentiert sich das ja für ihn auch. Ja, nein, das sollte man selber machen. Also ich finde Briefe sehr gefährlich, weil die meistens aufgehoben werden. Ja, die können vorher. Ja. So ein persönliches Gespräch unter drei Augen ist viel persönlicher. Ja, Briefe können ja vor Gericht gegen dich verwendet werden. Beim Karl ist es so, wenn er beim Schreiben eins zukneift, dann sieht er den Brief nicht mehr. Das gehst aber auf Minderheiten, Junge. Wir Deutschen sollten noch ein bisschen zusammenhalten. Du bist doch Deutscher, nicht? Ja, ich habe ja, eigentlich wollte ich vorher noch einen Brief schreiben, speziell für die Sendung. Ja, und? Ich habe gedacht, das ist ja interessant an diesem Abend, weil ich brauche immer einen Bezugspunkt, also die Augen oder sowas. Aber du hast mich irritiert. Ich fand die Worte nicht zu deinen Augen, das war das Problem. Okay. Hast du keinen Liebesbrief, das aber traurig, du? Ich würde rot werden, wenn du mir einen Liebesbrief schreiben würdest. Bei dir würde ich sagen, das reicht mir, wenn du mir das direkt sagst. Aber wenn ich das noch schriftlich bekomme, kann ich das ja später gegen dich verwenden. Briefe, damit kann man Leute erpressen. Ja? Ich habe also lange keine Briefe mehr geschrieben. Ich habe auch immer so eine Tinte, die dann verschwindet. Du musst aber sehr viel Angst haben. Ja. Jetzt kannst du davon leben? Nein. Nein, das ist gut, dass du ehrlich bist. Andere sagen, ich habe davon 500.000, ich bin in den Charts. Ja? Das Buch ist mir doch was Persönliches für die Masse. Ja. Dieses Buch kommt in alle Talkshows. Ich könnte vielleicht davon leben, aber man hat sie in Deutschland verboten. Das ist verboten worden, diese pornografischen Texte. Ja. Was in Deutschland verboten? Ja. Warum? Es hat keine pornografischen Hintergründe. Mein Verlag hat vergessen, das abzuklären, dass bereits ein gleicher Titel auf dem Markt ist. Zwar ganz anderer Inhalt, das sind Gedichte und so, aber es war der gleiche Titel und dann wurde Liebesbrief ist geschützt. So schreibt man, Liebesbrief ist geschützt, ja. Aha. Weil das war eine Sammlung von bekannten Leuten, also von Dichtern und so, die da Liebesbriefe von 100-Jährigen... Vielleicht war es auch schlecht, dass man diesen Brief von Ulrike Meiner von Helmut Kohle im Anhang aufgenommen hat. Das weiß jetzt keiner mehr. Du musst nicht alles, was du sagst, ist witzig, wollte ich nur mal sagen. Nur jetzt mal eins, abschließend zu diesem Thema. Wenn jetzt einer an dich herantritt, machst du eben auch persönlichen Brief, der jetzt nicht in einem Buch, was verboten wird, rauskommt, sondern wenn ich jetzt sage, ich habe, sind das nur Liebesbriefe oder auch, sagen wir zum Beispiel, so Geschäftsbriefe? Ah, okay. Ja. Auch Geschäftsbriefe, ja. die Leute ein bisschen unter Druck setzen. Also die Sprache hast du auch drauf. Was bist du denn beruflich? Ich schreibe jedes Jahr Brief. Ja, Oberlehrer. Drohbriefe nicht. Drohbriefe nicht. Nein, Drohbriefe nicht. Nein. Wenn Sie mir nicht binnen zwei Wochen zu Willen sind. Ist das jetzt ein Liebes- oder ein Droh? Das ist ein Drohbrief. Ein Liebesdrohbrief. Ein sehr liebes... Sehr lieber Drohbrief. Ein lieber Drohbrief, ja. Geh, wende ich mich einer anderen Tussi zu, zum Beispiel so, ja. Man, ist es nicht so, dass diese Sprache vielleicht bei einer gewissen Gattung von Frau gar nicht mehr ankommt, dass die doch lieber so die brutalere Schiene, ja, sag, Montag, hast du dir auch hier 19:30 an der Straßenbahn, zack, zack im Steckschritt und dann dein Kalli, sowas, ja? Hast du dir auch hier im Hotel in Petit wie den Pornofilm angeschaut? Der kostet 16 Franken extra. Ja. Ich bin da geizig, ich bin da wie ein Schweizer. Aber ich habe gelesen, wenn man vor 10 Minuten wieder abschaltet, dann kostet es nichts. Ja. Christian Roth, was machst du sonst? Ich schreibe Kolumnen für Zeitungen, ich laufe einfach los. Einfach loslaufen? Ja. Ach ja,
Du wolltest nach Moskau laufen. Ja. Bist aber nicht ganz hingekommen. Nein, in Warschau war zu Ende, ja. In Warschau haben sie dich abgefangen. Weil ihn da ein Warschauer gepackt hat. Warschau. Ihm ist ein Warschauer über den Rücken gelaufen. Ja. Nein, und woran ist das gescheitert, diese Odyssee? Du quälst dich selbst gerne. Du wolltest ja nach Russland laufen, ohne Auftrag eigentlich. Als Überläufer über Grenzen. Ja. Und in Warschau haben sie dich zurückgeschickt. Was war die Message, die du rüberbringen wolltest? Ich bin losgelaufen, weil ich glaubte, ich muss meine Midlife-Krise überwinden. Die kommt irgendwann, ich habe sie auch gehabt. Und ich brauche keinen Psychiater, sondern ich muss loslaufen, allein sein. Ja. Da kann ich nachdenken, da kommt viel, geht viel auf den Kopf. Und ich wollte ja bis Moskau, da waren die Grenzen noch geschlossen. Ich bin bis Warschau gekommen und unterwegs, ich war bereits in der Tschechoslowakei, habe ich erfahren, dass mein Visum zum zweiten Mal wieder zurückgezogen wurde, das russische Visum für über die Grenze. Und ich hätte dann in Warschau etwa einen Monat warten müssen, bis ich wieder das nötige Visum gehabt hätte, um über die Grenze zu gehen. Das war einfach eine Lebensmittelkrise, der du davongelaufen bist. Der ich davon, eine Mittelkrise. Hat dir das denn jetzt geschadet, dass das schon in Warschau vorbei war oder so? Nein, ich glaube, ich habe das Ziel erreicht. Du hast jetzt erreicht, du bist jetzt frei und fühlst dich jung und hast auch diese Krise nicht mehr. Wunderbar. Hat dir eigentlich schon mal einer einen Brief geschrieben? Ja, sicher. Ja. Auch so einen, wie du selbst aufsetzen würdest? Erkennst du dich wieder? Nein, ich erkenne nicht mich in den Briefen, aber ich erkenne die schreibende Person, den Absender. Merkst du denn eigentlich, wenn gelogen wird in Briefen? Merkst du das? Wenn die Lüge schön ist, dann spielt das keine Rolle. Ja, zum Beispiel schreibt der Teilnehmer mit, dass ihm ihr Visum nicht bewilligt werden kann. Ja, das ist unangenehm. Ja. Okay, schönen Dank. Wir haben jetzt noch einen Talkgast. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass diese rechte Seite der Bühne zusammenkracht. Denn jetzt wird noch ein Zacken schärfer. Wir haben den bekanntesten Schweizer, ich sage jetzt nicht Schweizer, sondern Schweizer, Country- and Western-Sänger hier. Wir freuen uns auf John Bruck. Das habe ich schon ausprobiert. Das ist ja. Aber wenn ihr euch jetzt beide drauf hängt, da kann ich für nichts mehr garantieren, obwohl das gute deutsche Wertarbeit ist, dieser Tisch. John. Ja, der Tisch schon, aber was ist mit den Stühlen? Wenn du Probleme mit deinem Stuhl hast, dafür kann ich ja nichts sagen. Der Stuhl ist zäh. Wie fühlt ihr euch beiden so? Wie geht's denn dir? Ja, danke. Ja. Ich komme mir sowas von abgemagert vor hier. Das ist wirklich, ich lade mir öfter jetzt solche Leute ein, denn also ich hab gedacht, du nimmst mich zur rechten Seite und ihn zur linken, nicht? Dann hätten wir dich mit Schönheit umgeben. Mit runtergerissen. Ja. Dünn allein ist auch nicht abendfüllend. Ja. John, oder Hans heißt ja John, nicht? Ja. Hans, sieh die Kuh am Schwanz, und wenn du das nicht kannst, heißt er auch nicht Brack. Ja. Hans heißt schon Hans. Hans John Bruck, nur Englisch singt er, englische Texte. Ja, bis auf ein Lied. Ja. Ein Lied, das singe ich in Schweizerdeutsch. Hast du auch schon mal einen Brief gesungen? Alle meine Lieder sind Briefe. Ah ja, bist du. Und, verboten? Das ist der Vorteil von Englisch, da versteht man es nicht so gut. Ja. Du singst, Schweizerdeutsch ist ja genauso. Du bist ein der bekannteste... Wie sagt man, Trucker-Sänger oder Western-Sänger? Wie nennt man das jetzt? Country-Sänger. Country. Ja. Also Country ist Land. Ja. Obwohl die eigentliche Country-Musik ist ja hier Jodeln, nicht? So. Jodeln und Alpenhörner, Alpenträumehörner. Zum Beispiel mein Vater war ein Appenzeller, ein Schnaps. Du machst viele Konzerte. Du musst mir nur mit Ja oder Nein antworten, ja? Schau, ich habe mich da hinten so amüsiert, nicht? Ich habe so viel gelacht. Ja. Und dafür können wir doch nichts. Nee. Ja. Deswegen musst du doch jetzt nicht als Schlappschwanz hier auf die Bühne kommen. Nee.
Ich war so gut vorbereitet, nicht? Ja. Ich habe alles erwartet von dir. Deine Frau hat dir Händchen gehalten. Alles? Ja. Und ja. Jetzt? Ja. Null. Und jetzt sehe ich dich so von Angesicht zu Angesicht. Ich bin dir so nahe. Es ging mir auch. Jetzt bin ich sprachlos. Ja. Ja. Also du sollte jemand einen Liebesbrief brauchen, ich sage. Ja. Du könntest doch jetzt, wenn ich dir eine Frage stelle, in Form eines Briefes antworten. Ich sage zum Beispiel, wie viele LPs hast du schon gemacht? Also, lieber Karl, du hattest gefragt, wie viele LPs ich gemacht habe. Ich habe schon 10 LPs gemacht. 11. Ja, der Brief lieber ist ein Karl, Jahr alt. Lieber Karl, ich habe schon 11 LPs gemacht. Wie lange bist du denn schon im Job? 12 Jahre mache ich Country. Ja. Und 26 Jahre mache ich Musik. Das heißt, eigentlich mache ich 35 Jahre Musik. Hm. Aber da war ich ja noch ein kleiner Junge, habe ich die Flöte geblasen. So eine okay. Und dann habe ich... Hat es Beschwerden gegeben? Was denkst du jetzt? Nein! Als elfjähriger Junge mit 11 LPs die Flöte geblasen. Warst du auch in der Klosterschule, oder? Nein. Nee. Und dann habe ich Klarinette bekommen, ne? Ja. Und dann mit 12 eine Gitarre und dann war alles mit dem Blasen vorbei. Ja. Und dann habe ich nur noch Gitarre gespielt und gesungen, weil niemand anders singen wollte in der Band. Dann habe ich angefangen und wie so. Wie nanntet ihr euch, die musikalischen Kanalarbeiter oder wie? Knights of Blues, Ritter des Blues. Knights of Blues. Mhm. Knights of Blues. Und heute gehst du auch mit einer Band immer durch die Landen, rauf und runter, von Zermatt bis nach Wallis, von Wallis bis nach Zermatt. Ja? Und bist da so eigentlich mehr, ich habe letztens in der ehemaligen DDR, bist du sogar aufgetreten, ja. So berühmt bist du. Ja, und wo inspirierst du dich? Wo machst du die Aufnahmen? Machst du die in Amerika oder gibt es dir auch ein Tonstudio? Also ich nehme... Lieber John, ich habe dir letzte Woche einen Brief geschrieben, der unbeantwortet blieb. Hat er, obwohl er in der DDR gesungen hat, This Land is My Land, sind wir doch wieder vereinigt worden. Singst du nur eigene Songs oder auch die üblichen, die früher so... Alles. Gunter Gabriel. Alles Sänger. Ja. Gunter Gabriel, nein, meine jetzt, Dave Dudley ist der Begriff, mit dem hast du ja schon... Ich schon, ja. Six Days on the Road und so weiter, von 6 Tage hin. So. Und erzähl mal ein bisschen so. Jetzt wollen wir was hören, Mensch. Ich laber mir hier einen Wolf und ja. Ja, ich höre dir so gern zu, das ist das Problem. Ich höre du hast Probleme. Ja. Da will ich dich mal mit Christian Roth zusammenbringen. Ja. Ja. Der bittet dann, deine Frau müsste Christian Roth bitten, dass er dir einen Brief schreibt. Ja. Von dir. Unser Rot. Christian, unser Rot. Du weißt es so, ich kann bald leben vom Schreiben, wenn du so weitermachst. Ja. Also, lieber Karl, ja. Ich erzähle. Ich schreibe dir jetzt. Ich habe es gewusst, wir sind draußen gesessen und wir haben auf einem hohen Niveau gesprochen, nicht? Wo war das, in welchem Stock? Ja. Dieses Hotel hat 32 Stockwerke. Das hohe Niveau kann ja nur der zweite Stock gewesen sein bei euch, oder? Ja. Da immer noch eins drüber. Also hier im Hotel International sind wir im ersten Stock. Ja. Und da der Fahrstuhl kaputt ist, wie wollt ihr denn da hochkommen? Na, wir sind der Lastenfahrstuhl. Nee, wir sind ja sportlich trainiert, ne? Ja. Wir haben ja etwas sehr Gemeinsames. Ich habe dich gesehen. Reiß mich nicht rein, womit? Doch. Ich hab dich gehört, wie du ein Interview gemacht hast. Mit einer Sportzeitung. Ja. Und dann wusste ich, wir sind noch viel mehr verwandt, als die Leute denken. Wir haben das Gemeinsame, die Leidenschaft zum Sport. Eben gar nichts. Ja. Das ist es. Bierarm. Den Bierarm. Naja. Ja. Cola. Was trinkst du, Angola? Angola. Nein, du bist jetzt kein Alkoholiker, so wie wir alle hier so? Nein. Nee. Das trinkt null Alkohol. Doch, schon. Ja, weil er macht ja keine Blasinstrumente. Ich sag ja nicht, was drin ist. Ah. Gut, Tee. Tee mit rum. Kaum Tee. So kriegt man dann schnell einen im Tee, heißt das, nicht? Ja. John
du singst uns jetzt noch einen Titel, und zwar aus deiner neuen, sicher der 12. LP. Denn die erste interessiert ja keinen mehr, die ist auch so total abgegriffen, man sagt auch vergriffen. Und diesen Titel, den präsentierst du uns jetzt noch zum Abschluss dieser Show hier heute aus dem Hotel International. Wie heißt der Titel? Ich habe ihn vergessen. Wir werden ihn auch danach vergessen. Simple Goodbye. Simple Goodbye. Und bitte dich schon mal in die Deko. Wir verabschieden uns hier jetzt aus dem Hotel International und hören noch John Bruck mit seinem Titel Simple Goodbye. The door, I guess she had some other things in mind. Traffic jams won't stop a car, and Greyhounds always leave to stop on time. I found a mirror with a lipstick note, she's gotta go. And she wouldn't even write a reason why, just a simple goodbye. Just the other night I know I said that I'd be home by 8. Lately I've been drinking, drinking was the reason I was late. I know she warned me many times before, she's gonna go. And she wouldn't even write a reason why, just a simple goodbye. Her hand! Sidewalks of love, her touch meant so much. Whenever I was down, she picked me from the ground. Her hand in my hand, we've seen the stars up above. Her touch meant so much. Whenever we lay down, we were heaven bound. Single picture on the wall. Empty rooms, no bed of sleeping. Haven't got a dime to make a call. And now I have to face the hurting fact, she's up and gone. And she didn't even write a reason why, just a simple goodbye. Her hand in my hand, sidewalks of love. Her touch meant so much. Whenever I was down, she picked me from the ground. Her hand in my hand, we've seen the stars up above. Her touch meant so much. Whenever we lay down, we were heaven bound. Her hand in my hand, we walked the sidewalks of love. Her touch meant so much. Whenever I was down, she picked me from the ground. Her hand